Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri. Ja, wir schauen hier auf die Schwester unseres Großkönigs Ranhild. Ja, sie ist im Moment noch eine Unbedeutende, aber das kann sich schon sehr bald sehr ändern. Ja, sie ist ein entscheidendes Puzzleteil hier im Plan und im Ziel unseres Königs hier, sie eben zur Königin von Schweden zu machen, damit zu seiner Vasallen und ja, außerdem wird sie ihm dann definitiv einen Gefallen schulden. Und ich denke, das wird unser gieriger König sich durchaus gut bezahlen lassen, was er da für sie getan hat. So, Graf Ekettelmund. Er ist der Graf hier von Gästrikland. Er ist bei uns im Gefängnis. Er ist unbedeutend für den Krieg. Dann kann er freigelassen werden für 50 Gold. Können unsere Schwester auch einkerkern. Ja, weil sie Ehebrecherin und unzüchtig ist. Ja, sie war ein wahres Luder. Vielleicht kann man es so beschreiben. Oh. Das war vielleicht interessant. Ja, interessant, weil er hier auch ein Nachbar noch von uns ist im südlichen England, in Austrien. Aber er greift jetzt irgendwo hier unten an. Er hat hier auch Verbündete. Aber es ist tatsächlich sein Krieg. Auch interessant. Kommt er denn auf die Idee? Naja, gut. Soll er mal. Herzog Waldemar hat gegen König Isiaslav einen Krieg gewonnen. Das ist wieder Galizien-Volinien, Herzogtum Ostfalen. Das müsste irgendwo auch hier dann gewesen sein. Aber wir sind hier erstmal mit unserem Krieg beschäftigt. Das funktioniert doch ganz gut. Sehr schnell haben wir hier belagert. Jetzt ist diese Belagerung auch schon wieder beendet. König Dobrogost hat noch einen Krieg verloren. Das war diese Kujawien-Sache. Tja, und jetzt ist die Frage, wie hier weiter vorgehen. Eigentlich haben wir jetzt, was sie besitzt, alles besetzt. Dann würde ich sagen, machen wir dann einfach erstmal weiter. Ja, sie können uns hier nicht wirklich was anhaben. Und ein Dynastievermächtnis ist auch wieder wählbar. Aber da würde ich sagen, warten wir noch mal einen Moment ab. So, und Freya ist verschorben. Und Ragnar ist jetzt erwachsen geworden. Oh Gott. Und auch er ist, oh Gott, ein zügelloser Verschwender ist er geworden. Ja, aber damit ist er immer noch ein besserer Verwalter als unser König, der das überhaupt nicht kann. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um ihm die Feinheiten der Verwaltung näher zu bringen. Doch alles ist im Sande verlaufen. Vielleicht muss man es schon als Glück erachten, dass er überhaupt die Kunst gemeistert hat, Münzen zu zählen. Die meisten anderen Aspekte des Lebens als Verwalter scheinen ihm verschlossen zu bleiben. Tja, und er ist ungeduldig, fleißig und hinterlistig. Er ist verlobt mit. Ah ja, hier mit der Tochter von unserem besten Freund. Ja, das passt doch sehr, sehr gut. 2 Jahre, dann kann auch da die Heirat vollzogen werden. Ja, wie schnell sie doch flügge werden. So, sie versuchen jetzt hier was zurück zu belagern. Das ist aber noch der andere Krieg. Verbrecher können wieder. Okay, das hat sich schon erledigt. Jemand anders schon die Einkerkerung vorgenommen. Ja, ich denke, wenn wir diese Belagerung hier haben, dann sollte dieser Krieg auch entschieden sein. Oh, und 2 Vasallen erklären sich den Krieg. Graf Grimm von Aarhus greift Herzog Gudmund von Hornogaland an. Ich kann mir vorstellen, ja, es geht hier um diese Ländereien wahrscheinlich, ne?
Nee, Krieg um den Anspruch von Graf Gunnar auf das Herzogtum. Oha, ein riesiger interner Krieg. 4000 gegen 9000. Und der Graf von Bodin soll neuer Herzog werden von Harlogaland. Ja, dann müssen die das unter sich ausfechten. So, sie versuchen jetzt hier an uns vorbeizumarschieren. Aber in diesem Augenblick ist der Krieg auch beendet. Bringt uns hier noch jemand Lösegeld? Ja. Gunhild. Das denke ich, werden wir noch nehmen. Dieser kleine Markus auch. Und dann werden wir diesen Krieg beenden. Ja, und dann ist es soweit. Wir werden die Forderung erzwingen. Ranhild Stür erhält den umkämpften Titel. Seid grüßt, Kaiser Hartmut von Styritzlon. Mögen euch Weisheit stets fremd bleiben. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Ja, sie bleibt aber nicht unmächtig. Denn sie ist jetzt Herzogin von Uppland, weil sie das ja leider unserer Nichte entzogen hatte. Und da können wir jetzt, glaube ich, auch nichts mehr machen, ne? Da können wir jetzt nicht mehr agieren. Aber schaut euch das an, Königin Ranhild. Sie ist jetzt hier Königin von Schweden. Erstmal können wir alle Armeen auflösen. Ja, und wir haben ein entsprechendes Druckmittel gegen sie. Und das war ja ein Teil des Plans. Aberkennen wollen wir den Titel jetzt nicht. Wir wollen die Vasallenbande ändern. Und ja, sie soll es natürlich entsprechend bezahlen, dass wir sie hier auf den schwedischen Thron gehievt haben. Das war im Grunde insgesamt. Ich meine, klar, sie ist unsere Schwester und auch unsere Freundin. Wir haben das auch für sie getan, aber gierig, denke ich, ist es im Grunde nur eine logische Konsequenz hier, dass die beiden sich dann entsprechend auf etwas höhere Abgaben geeinigt haben. Das ist sie ihm einfach schuldig, denn sie ist ja auch nicht ganz unbedarft. Es hätte hier auch durchaus andere Wege gehen können. Also das werden wir ändern und dann sehen wir mal, dass hier Alfhild, die jetzt ja ehemalige Herzogin eben war von Uppland, dass sie jetzt hier tatsächlich Haupterbin ist, denn Ranhild, unsere Schwester, hat nur Töchter und diesen Bastard, solange sie den nicht legitimiert, wird eben hier Alfhild dann die neue Königin werden. Was ein bisschen ärgerlich, weil sie aus dem Haus Rothen ist. Das ist auch eine entsprechende Dynastie. Gut, aber unsere Nichte. Ein weiterer Lebenswandelvorzug, dicker als Wasser. Persönliches Komplotterfolgschance gegen Familienmitglieder. Ja, entwickelt sich unser Hardenhut jetzt zum Familienmitglied? Oder zum Familienmitglied ist er ja, aber zum Familienmenschen. Wobei, ja, Blut ist dicker als Wasser. Im Grunde hat er sich ja genau dafür eingesetzt. Von daher finde ich, passt das eigentlich auch ganz gut. Und vielleicht können wir das gleich mal einsetzen, um hier. Ja, es das heißt jetzt hier Komplott, aber ja, nochmal näher ranzurücken an unseren Sohn. Der, ja, mit dem wir ja sowieso ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Und die beiden, Vater und Sohn, sind ja schon auf vielerlei Art und Weise näher zusammengerückt. Ja, und damit ist auch Schweden hier Teil des Großkönigreichs Styritzland. Also das auch, denke ich, ganz im Sinne unseres gierigen Herrschers. Jetzt können wir hier noch drauf schauen. Ja, und ich finde, eine Sache ist doch total naheliegend. Blaues Blut. Jetzt, wo unser Vater war, es meine ich, die Blutslinie geweiht hat, finde ich es nur logisch, dass das jetzt hier zum Vermächtnis der Styr gehört. Blaues Blut. Es gibt 30% erhöhte Chance auf gute vererbliche Eigenschaften
Und dass diese dann tatsächlich auch vererbt werden, steigt um 30%. Also werden wir das freischalten, finde ich, passt ganz gut zu der Entwicklung der letzten Jahre. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie noch mal heiratet. Hier ist jemand. Tja, aber unser König wird hier niemanden an den Hof holen. Schüchtern wie er ist. Im Gegenteil, er wird jetzt die Zeit wieder nutzen und wird sich ein wenig zurückziehen. Ja, aber unsere Frau wird den Kerker nicht mehr verlassen, fürchte ich. Ja, wir können jetzt Königin Ranhild immer noch rechtmäßig einkerkern und das würde sogar funktionieren. Aber auch das entspricht ja total. Wir können aber mit ihr ein Bündnis aushandeln. Tja. Meine, sie ist unsere Freundin. Herzogtum Ostergötland. Aber das ist doch in Schweden, oder? Ist da irgendjemanden? Ja, er ist jetzt hier im Gefängnis. Er war es, der auch Ähnliches versucht hatte. Ist hier bei der Herzogin Inga jetzt tatsächlich im Gefängnis. Oh, da wird aber jemand mächtig werden, sehe ich gerade. Denn ihr Haupterbe hier ist Herzog Dan von Bergslagen. Und wenn er jetzt dann auch noch Herzog von Uppland wird, dann wird er arg mächtig werden. Puh, da bin ich mal gespannt. Also da hat es unsere Schwester nicht leicht. Sie hat sich jetzt hier aber einen neuen Mann gesucht. Auch ein ehemaliger, auch ein Prinz, wenn man so will. Er ist ein aus dem Haus Styrseleia, also auch aus der gleichen Dynastie. Und er ist ein Sohn vom ehemaligen König Skule von Schweden. Ja, vielleicht gar keine so blöde Heirat, ja, sondern relativ jung. Festigt vielleicht so ein bisschen ihren Anspruch. So, ich war aber von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Also Ostergötland werden wir jetzt nicht gründen. Das ist wenn ihre Aufgabe. Und wir schauen noch mal hier eben auf diesen Mann, der jetzt schon mit über 6000 Mann echt stark ist. Und wenn der noch Uppland hier erbt, dann wird der ein sehr, sehr mächtiger Vasall in Schweden werden. Wie ist sie denn ausgestattet? 4000 Mann. Ja. So eine große Hausmacht hat sie nicht. Naja, das bleibt abzuwarten. Oh, und es gibt zusätzliche Steuern. Ja, sehr gut. 510. Wow. Was macht denn unser Sohn, der mittlerweile tatsächlich hier vierfacher Herzog ist. Und es wird persönlich. In unserem letzten Brief erwähnte mein Cousin Herzog Einar beiläufig ein Gespräch, das er vor kurzem hatte. Ich wusste ja gar nicht, dass er sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Diese Briefe sollen eigentlich rein diplomatischer Natur sein, aber natürlich schneiden sie mitunter persönliche Themen an. Ich meine, wir versuchen aber doch, genau, Prinz Bord. Also das hat jetzt einen anderen Hintergrund. Vielleicht versucht er hier näher an uns heranzurücken, wobei er leider diesen Krieg hier bald verloren hat. Tja, ist unser direkter Vasall, müssen wir uns mit ihm auseinandersetzen. Will unser König das? Nein, eigentlich will er in Ruhe gelassen werden. Ja, und eine Konkubine, die man uns hier anbietet, ranhält. Nee, nee. Das ist auch nicht das Ding unseres Königs. So, jetzt sind hier zwei Dorfzentren gebaut. In Athel und Wycombe oder Wycombe.
Und es gibt einen Bauernaufstand gegen unseren Sohn. Da schauen wir nochmal kurz drauf. Naja, aber mit 10.000 Mann, da sollte er zurechtkommen. Es geht um eine Geste der Großzügigkeit. Es sollte mein Versuch förderlich sein, mit Prinz Bord Freundschaft zu schließen, wenn ich ihm ein Geschenk schicke. Jeder liebt Geschenke. Jetzt ist nicht die Zeit für Sparsamkeit. Der Gedanke zählt. Billiges Geschenk. Oder nein, ich will nicht zu aufdringlich erscheinen. Ja, es geht hier um seinen Sohn. Ja, wobei schlägt hier die Gier durch? Oder ist es vielleicht doch eine sprunghafte Handlung, dass er hier zumindest seinem Sohn mal ein kleines Geschenk macht? Aber beides kann ich mir vorstellen. Lassen wir einfach die Sprunghaftigkeit nochmal entscheiden. Und ich würfel eine 4. Damit ist es knapp. Aber die Gier setzt sich durch. Nein, er will nicht zu aufdringlich sein. Und Harald ist Dürr. Ja, wer ist er denn? Oh, er ist tatsächlich ein echter Styr, aber nicht göttlichen Blutes und er hat einen Anspruch auf Dänemark. Ja, natürlich eigentlich auch interessant. Er ist ein Enkel hier von König Kåre. Ja, aber wir sind mit dem König von Dänemark verbündet. Da denke ich, kann und wird unser König nicht agieren in der Form. Da könnte sich dem Alkohol mal wieder ergeben. Gräfin Gudrune kann eingekerkert werden. Auch sie ist unzüchtig. Ja, ich denke, auch das werden wir in gewohnter Manier tun. Und sich zurückziehen kann unser König auch schon wieder. Ja, und sie ist im Gefängnis sehr gut. So, wer kann heiraten? Thora und Prinz Ragnar. Ja, sehr gut. Den Vorschlag werden wir abschicken und damit ist hier, ich meine, diese Verbindung gibt es schon, aber damit ist die noch einmal mehr gefestigt hier zu unserem besten Freund Herzog Torvald. Ja, bisher ist er ja Herzog von Mercia. Ein Bauernaufstand gegen unseren Verbündeten Herzog Rimgeiler. Aber auch da sollte er mit 11.000 Mann gegen 2.500 ganz gut zurechtkommen. Oh, und jetzt gibt es eine Fraktion gegen uns. Eine Unabhängigkeit. Königin Inge? Wie? Wie Königin Inge? Was ist denn hier passiert? Hat sie den... Nein, sie hat jetzt den Titel nicht einfach übernommen. Installiert durch eine Fraktionsforderung. Sie hat dem... Ernsthaft, sie hat dem nachgegeben? Sie hat eine Fraktion gegründet, weil es gab hier keinen Krieg. Und unsere Schwester hat dem nachgegeben? Also hat... ja, man kann ja bei Fraktionsforderungen einfach zustimmen, ohne dass es dann zum Krieg kommt. Um Gottes Willen. Und sie hat dem nachgegeben, nur um jetzt hier einen Krieg gegen die Tyrannei zu starten, den sie dann wahrscheinlich nicht mehr gewinnen kann. Oh, hat sich unser König so sehr getäuscht in seiner Schwester? Und die Königin Inga ist schon wieder Königin, ja, aber jetzt ist sie natürlich dann die Königin im Großkönigreich Styritzlan, ja immerhin, aber trotzdem. Ja, und sie greift jetzt hier an, hat aber auch nicht wirklich Verbündete hier diesen Grafen.
Tja, mit 900 Mann. Aber wir können mit ihr ein Bündnis aushandeln. Ja, dann denke ich, sollten wir das doch tun. Wir machen das anders. Unser König muss sich hier dann erstmal etwas Mut antrinken und dann wird er hier ein Bündnis aushandeln. Wobei ich glaube, dass wir, mein Gott, hier war's, trotzdem nicht helfen und eingreifen können, weil das eine interne Angelegenheit ist. Da wird sie nichts machen können. Und genug Geld für irgendetwas hat sie auch nicht. So, und es gibt ein weiteres Kind unserer Dynastie, diese Gräfin, die wir eingesperrt haben. Oder müssen wir jetzt darüber entscheiden, weil sie bei uns im Gefängnis ist? Es ist doch egal, wie dieses Kind heißt. Auf jeden Fall kann sie für Lösegeld auch wieder gehen. Gräfin Gudrun war das, genau. So, und wer ist Trond? Ach, der Kleine, ja. Der soll doch bitte mit seiner Mutter direkt gehen oder sie kann für ihn auch noch mal 10 bezahlen. Was ist denn mit? Okay, hier konnten wir jetzt nichts mehr aushandeln. Ich glaube, das ist jetzt noch mal das Gleiche. Ja, so, dann ist der Kleine auch raus. Oh, es gibt ein schreckliches Missverständnis mit unserem Sohn. Ich wollte Prinz Bord mit einem großen Festmahl zu seinen Ehren überraschen. Ja, dass das nicht wirklich zu unserem Großkönig passt, das ist ja klar. Doch im letzten Moment entschied er sich, doch nicht zu erscheinen. Ist er doch wieder schüchtern geworden? Nee. Eigentlich ist er gesellig und treuherzig. Offenbar war er der Meinung, dass meine Überraschung nur ein Vorwand war, um ihn zu ermorden? Wie bitte? Wieso sollten wir denn das tun? Er ist doch gar nicht paranoid. Ein unglückliches Missverständnis, aber er gewinnt dann wenigstens Meinung von uns. Ja, soll er doch denken, was er will. Nein, dass unser Sohn denkt, dass wir ihn ermorden wollen. Ich denke, das soll er definitiv nicht denken. Und schaut mal, hier gibt es einen kleinen Hardeknut. Ceciliason. Er ist tatsächlich nach seiner Mutter auch benannt, aber er ist ein echter Styr und er ist auch geweihten Blutes. Aber warum ist er denn nach seiner Mutter benannt? Naja, auf jeden Fall gibt es hier einen neuen kleinen Erben. 2 Jahre ist er schon alt und er ist auch ein kleiner Hardeknut. Es wird wieder eine Karte angefertigt. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welche großartige Geschäft er mit einer hochwohlgeborenen Fürstin in Perlen und Seide gemacht habe. Offenbar hat eine Karte des Gelandes der Umgebung für einen Adligen angefertigt. Ja, der gehört natürlich ins Gefängnis. Da gibt es keine zwei Meinungen. Oh, und Toste wurde erschlagen, ein Halbbruder von uns. Oh, er war das Ordenmitglied. Er war derjenige, den unser Vater, ja, das Kuckuckskind, Prinz Toste, das Kuckuckskind, er ist jetzt in einer Schlacht erschlagen worden, oh, wobei er eigentlich ein großer Kämpfer war. Hier oben haben die Jomsvikinger gekämpft? Ernsthaft? An wessen Seite denn?
Auf jeden Fall ist er jetzt in dieser Schlacht erschlagen worden. Wissen wir von wem? Von Herzog Gunnar hier von Norland. Einkerkern. Nein. Puh. Naja, aber ich denke, zu unserem Bruder oder unserem Halbbruder gab es da so große Verbindungen nicht mehr. Also nichts, das jetzt unser Großkönig darauf reagieren wird. So, und die getreuen Tyrs, das sind doch hier ein vidilistischer Kriegerorden. Großes Unheil, ein blitzartiger Überfall von Großmeister Svarnas, der über die getreuen Tyrs gebietet, droht in Elfin auch noch, die halbe Grafschaft in Brand zu setzen. Diese verfluchten Piraten heißen unseren Glauben ein übles Spottbild der Überzeugung unserer Ahnen und schlachten unsere Goten in Massen ab, zünden unsere Tempel an und behaupten, dass all dies im Namen von Devas zu tun. Es bleibt keine Zeit, um eine Armee auszuheben. Ich kann mit den Truppen zuschlagen, die ich zur Hand habe, oder ich beiße die Zähne zusammen, bis sie wieder verschwinden. Wir lassen Elfin brennen, damit wird sich die Kontrolle verringern. Nein, also es geht hier um Elfin. Das ist die Hauptstadt des Großkönigreichs. Was ist das denn für ein Affront? Also da werden wir natürlich reagieren. Aber Großmeister Svarnas stiftet hier Chaos. Wo ist er denn? Hier sitzt er. Haben Sie hier eine Baronie? Könnten versuchen, ihn zu ermorden als Reaktion auf seine schändliche Tat. Ja, was anderes, man kann hier leider keinen Krieg erklären oder sonst was. Im Grunde ist das die einzige Reaktion, die wir machen können. Und dann würde ich sagen, dann ist das durchaus eine angebrachte Reaktion. Schließlich hat er hier, während eine sündhafte Tempelgode noch bloßgestellt ist, die Hauptstadt hier unseres Großreiches angegriffen. Ja, und da müssen wir uns natürlich auch erstmal wieder drum kümmern. Und hier in der Hauptstadt brauchen wir selbstverständlich maximale Kontrolle. So, wir können jetzt Cecilia einkerkern. Was hat sie denn gemacht? Sie hat versucht, einen Verwandten zu ermorden. Ernsthaft? Können wir mal erfahren, wen? Sie ist in Heidmörk. Hier auch am Hof von euch in Heidmörk. Ist auch so eine Sache, die ja total unsinnig ist, weil das ist ja der Hof unseres Sohnes. Aber, also da wäre natürlich interessant mal zu erfahren, also sie ist unsere Tochter und Godin und sie hat hier versucht, jemanden zu ermorden. Aber wir wissen nicht wen, oder? Ist hier noch irgendwelche Herrscher mit Druckmittel? Leider nein. Wir erkennen das gar nicht. Das ist doch irgendwie Quatsch. Wir können sie jetzt einkerkern, weil wir wissen, dass sie versucht hat, einen Verwandten zu ermorden. Aber wir wissen nicht, wen. Dann muss er hier nochmal aktiv werden, fürchte ich. Und es geht um die... Und jetzt predigt sie auch noch unorthodoxe Doktrinen. Haben wir uns da auch in unserer Schwester und unserer Tochter geirrt. Aber es geht um die Wärme der Freundlichkeit. Ich dachte, ich müsste mich ansprengen, damit Prinz Bart mich mag. Aber wie sich herausstellte, ist er der freundlichste Mensch, den ich kenne. Bart meint, dass an seiner Feuerstelle immer Platz für neue Bekanntschaften ist. Er soll mich besuchen. Na, ich denke, ja, dann ist es doch das Bessere. Wobei, eigentlich finde ich es Quatsch. Er soll mich besuchen.
Ja, bleiben wir doch zu Hause, aber da bekommen wir mehr Anspannung. Finde ich unsinnig. Also eigentlich fände ich es besser, wenn er zu uns käme, dass man dann aufgrund von Schüchternheit weniger Anspannung bekommt. Aber gut, wenn unser Großkönig das so rum weniger Anspannung bringt, dann machen wir das so. Und es gibt wieder Trost in Worten von unserem mitfühlenden, empathischen Freund. Ja, das wird wieder von Herzen kommen. Regnerische Nächte im Frühling. Wenn solch ein schönes Antlitz nun stets verborgen scheint, ist es selbst der höchste Herr, der weint. Wenn jemand Großes so tief fällt, ist er immer wie durch eine Narbe entstellt. Tja. Und das Gedicht wird gelobt. Tja, und dann, wie geht es hier aus in Schweden? Sie hat jetzt hier schon plus 20% und damit fürchte ich, steht es schlecht um unsere Schwester. Aber eingreifen kann unser König dort nicht. Wir können ihren Titel aberkennen. Es wird sie aber nicht dulden. Aber wir haben einen Anspruch und damit wäre das keine Tyrannei. Vielleicht wäre das dann tatsächlich doch noch mal eine Möglichkeit der Reaktion. Gut, das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Ich freue mich, wie gehabt und wie immer, wenn ihr auch dann wieder mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.